Ich nehme diese. Good evening. Mr. Bishop told me you'd be coming. The policemen who were here before you didn't listen to me. I know a lot. I was here when it all happened. The lights went off, a green smoke appeared, and the man just melted into the air. This is the work of evil spirits, believe me. Now, excuse me. I have to do my rounds every half hour. I'll be back soon. Und der... Okay. Der hat ein Sammelobjekt mitgenommen. Der hat eine Krawatte getragen, ganz klar. Ich muss neue Batterien finden. Hey, falls das Wimmelbildspiel ganz schrecklich wird, können wir uns mit dieser Rasierklinge auf jeden Fall ritzen. Das ist doch schon mal gut. Das habe ich nicht gesagt. Was haben wir hier für eine crazy Maschine? Okay, es fehlt den Glühbirnen, habe ich verstanden. Ah, guck mal, mit der Rasierklinge können wir doch locker das Ding aufmachen. Weil wir dieses massive Klebeband sonst auf gar keinen Fall losgeworden wären. Oh, ein Staubwedel. Und 3 Liter Bleiche, die wir nicht brauchen. Also, wo sind denn hier eigentlich? Das ist doch safe das Morph-Objekt, oder? So. Phantomobjekt. Morph-Objekt, Phantomobjekt, however. So, und hier ist doch locker auch noch was Sammelbares, oder? Was geht denn hier so? Hier ist ein Magnet, den können wir mitnehmen. Ach, das ist eine Wimmelbildszene sogar, verrückt, das sehe ich jetzt erst. Okay. Wir brauchen einen Nagel, einen Cutter, eine Zange, einen Stecker. Die fehlende Maske vielleicht? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Könnte ein Schlüsselbund sein oder Handschellen oder keine Ahnung was. Hier ist der Stecker auf jeden Fall. Ah, es sind 4 Schlüssel insgesamt, okay. Der Schlüssel ist aus Metall. Ich muss ihn irgendwie rausholen, ohne die Scheibe zu zerbrechen. Warum? Die Scheibe ist schon kaputt. Woman. Macht aber mal nicht so einen Stress. Aber okay, Schlüssel. Gut. Dann haben wir hier die Zange. Mit der Zange können wir den Nagel rausziehen. Den Stecker können wir doch bestimmt hier in die Steckdose stecken, oder? Ich wüsste zwar nicht, wofür. Hier sollten 3 verschiedene Plättchen sein. Okay. Wenn du das sagst. Wir kochen Wasser. Ich weiß noch nicht, warum. Aber wir kochen Wasser. Ich muss das Brett abbrettern. Was bitte ist abbrettern? Aber vielleicht ist es im Englischen I need to deplank the plank oder so. Wie willst du das übersetzen? Wenn man den Wortwitz beibehalten will. Aber ich weiß nicht, ob das durch abbrettern unbedingt besser geworden ist. Der Knoten ist zu fest, ich werde ihn nicht lösen können. Oh nein, wir spielen schon wieder Detektiv ohne Hand. Das ist sehr heißer Kaffee. Okay, wir müssen also erst das Messer finden, habe ich verstanden. Neue Auszeichnung. Ungeduldig? Wofür? Nee, Mann, das war das Falsche. Mehr als 3-mal innerhalb einer Sekunde in einem Wimmelbildrätsel getippt. Okay. Ja, nun. Ah, darum kochen wir Wasser, okay. 2 Würfel, 4 Sterne, 1 Pistole. Zwei Würfel und dann 4 Sterne und dann
Aber da fehlen uns ja noch die Plättchen, die weiteren. Das sollen wir jetzt aber auch alles in der Szene hier finden, oder? Es wird halt nicht... Ach so, das geht mit dem Nagel. Ich dachte, da brauchen wir was Besseres für. Ich dachte, dafür brauchen wir auch irgendwie den Cutter oder so. Das Cutter, das Messer. Okay, aber dann können wir das doch hier einsetzen. War es 4 oder 5 Sterne? 4. 2, 4, 1, okay. Also so. Achso, das resettet sich sowieso. Lohnt halt nicht, okay. Hier ist das Cutter übrigens. Dann schneiden wir das mal auf. Jetzt eine fantastische Schlüsselsammlung, die wir jetzt alle hier durchprobieren können. Nehmen das letzte Plättchen mit. So, 2, 4. Was war das für ein komisches Geräusch? Neue Auszeichnung, blitzschnell. Und hier ist die Maske. Hooray! Na, jetzt will ich aber nochmal wissen, was wir... Ein Minispiel in unter einer Minute gelöst. Der Safe war ein Minispiel? Weil für die komplette Wimmelszene haben wir länger gebraucht. Ich würde mal hier auf das Fragezeichen tippen, einfach weil ich gern wüsste, was hier hinter ist. Ah, das ist einfach... Aber die Tipps werden jetzt gar nicht angezeigt, ne? Weil wir halt keine möglichen Aktionen haben. Also weil wir mögliche Aktionen komplett ausblenden. Ja, okay. Man arbeitet sich durch eine Wimmelbildszene und bekommt ganz am Ende ein Objekt, das man braucht und mitnimmt. Ja, wir haben aber auch so Sachen wie die Zange und das Messer jetzt einfach weggelegt. Aber okay, dann haben wir keinen Hinweis, wo Sachen sind. Ist auch okay. Aber hier haben wir bislang nur ein Phantomobjekt gehabt. Hier muss doch safe noch irgendwas anderes sein, oder? Hier hängt eine Krawatte. So. Noch ein Verschwinden. Noch ein Mafia-Boss ist verschwunden. Don Luigi verschwand vor Dutzenden von Zeugen in einem grünen Nebel. Am Tatort wurde ein blauer Morpho-Falter gefunden. Am selben Tag erfuhr die Polizei von einem Kind, das aus einer Schule verschwand. In seinem Rucksack wurde eine Zeichnung des gleichen Schmetterlings gefunden. Ich hoffe, das ist einer der Entwickler, weil das ist halt im Gegensatz zu dem Kind ein Foto. Fände ich lustig. 15082 zum Ausschalten des Alarmsystems, okay. 15082. Okay. Da brauchen wir noch neue Batterien. Ich tacker das einfach mal wieder an. Ne? Hatte das eigentlich nur ausgemacht, also dass es wegrutscht, damit wir hier vielleicht in der Wimmelbildszene noch mehr sehen, aber... ja, dann sind wir doch hier, finde ich, durch, oder? Dann lass uns doch mal vorne gucken, wie die Masken geordnet sein müssen. Und nochmal gucken, ob wir hier noch... Ich vermute hier immer noch irgendein Sammelobjekt, ne? Aber okay. Okay... Also die wir haben, muss auf jeden Fall nach unten links. Dann sag ich mal, Indianer, keine Ahnung, Eishockey, Inka, ich habe keine Ahnung, was ist. Die Frage ist, müssen wir das alles auf einmal machen oder können wir das nach und nach machen?
Also die muss auf jeden Fall nach ganz oben. Und die muss dahin. Die muss dahin. Die muss, glaube ich, hier hin. Die muss, glaube ich, nach hier unten. Das ist, glaube ich, die, die nach hier oben muss, oder? Ah, die werden dann so dunkel. Finde ich ein bisschen geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nice. Und das finde ich heiß. Verdammt. Okay. Nun. Ein Geheimgang. Vielleicht ist so der Gangster oder sein Entführer aus dem Museum entkommen. Warum könnte ich hineinleuchten? Na, mit deinem Verstand sicher nicht. Okay, wir brauchen Batterien. Achso, das Ding ist offen. Also damit können wir halt hineinkriechen. Aber nicht hineinleuchten. Ist auf jeden Fall eine andere Liga als Camelot. Ist safe. Also noch. Okay. Wir staubwedeln, das ist klar. Nehmen die Batterie mit. Wir brauchen noch offenbar nur eine. Als der Gangster verschwand, soll irgendjemand das Licht ausgeschaltet haben, aber diese Spinnenweben weisen darauf hin, dass diese Schalltafel schon lange nicht mehr benutzt wurde. Papierfetzen. Können wir uns den angucken? Nö. Okay. Warum sollten wir auch? Stecken einfach jeden beliebigen Papierfetzen ein, weil man das so macht. Okay, wir können hier aber immer noch hin. Aber vielleicht ist das einfach so. Lass mal kurz was gucken. Ja, okay, wir können auch nach wie vor in die Tasche und uns das Ding angucken. Obwohl wir damit eigentlich fertig sind. Okay, das heißt, so Hotspots werden halt nicht deaktiviert, wenn wir damit fertig sind, würde ich vermuten. So, dann packen wir doch hier... mal die neue Batterie rein. Nehmen die Taschenlampe mit, lassen die alte Batterie hier liegen. Soll sich die Wache drum kümmern. Und leuchten hier mal rein. Mich irritiert das, dass hier dieser Tipp-Button die ganze Zeit aufleuchtet. Das ist der Beweis, wir haben Hände. Und wir sind nicht völlig dumm. Okay. Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr zurück. Ja. Okay. Okay, wir nehmen erstmal eine zerbrochene Flasche mit. Dann sind wir im Zweifelsfall bewaffnet. Per Hand kann ich das nicht öffnen. Ich brauche ein Werkzeug. Womit könnte ich das Seil durchschneiden? Okay, mit der Flasche. Ich verstehe. Das ging sehr schnell. Wir haben jetzt ein Lasso. Natürlich. Weil wir damit auch perfekt umgehen können. Wo ist denn hier eigentlich mein Sammelobjekt? Hier ist so ein Pokerchip. Und ich wette, das ist ein Morphobjekt. Okay. Ich kann nicht hinaufklettern. Ich muss in die Fahrstuhlkabine gelangen und damit hochfahren. Entschuldigung, aber dieser Fahrstuhl fährt nirgendwo hin. Also, dieser Fahrstuhl fährt... Du siehst dieses Drahtseil hier liegen? Dieser Fahrstuhl fährt nirgendwo hin.
Okay, wir brauchen aber noch irgendein Werkzeug. Kann ich mit dem Lasso hier irgendwas? Noch nicht. Das Brecheisen könnte mir helfen, hier hinaus zu gelangen. Womit kann ich es erreichen? Mit dem Lasso. Ja, natürlich. Natürlich. Aber sei ihr gegönnt. So, direkt der geschulte Blick. Zahnrad mitnehmen. Spitzhacke mitnehmen. Ich sehe kein Sammelobjekt. Auf den ersten Blick. Oh Gott, ein Minispiel. Aber es fehlt was, oder? Natürlich. Es ist ein Wimmelbildspiel, das fehlt immer ein Teil. Alter. Seriously? Menü? Schwierigkeitsgrad ändern? Kann bitte dieser Tipp-Button ausgehen? Das nervt halt super, dass der die ganze Zeit unten aufleuchtet und wieder ausgeht und wieder aufleuchtet. Super anstrengend. Also wir können es ja jederzeit wieder aktivieren, wenn wir es tatsächlich brauchen sollten. Hier können wir schon mal unseren Papierfetzen einsetzen. Damit geht nichts. Hier fällt das Zahnrad. Dann kurbeln wir mal. Okay, die Frage ist jetzt aber trotzdem, ist hier Gedöns? Ist das überhaupt eine extra Szene? Ist es? Hier ist ein Morph-Objekt. Aber was Sammelbares? Achso, hatten wir hier einen Chip eingesammelt? Nee, ne? Jetzt nur das Morph-Objekt. Ich sehe aber auch sonst nichts. Wow, hier ist eine Menge los. Ich muss den Stein irgendwie herausschlagen. Na, wie gut, dass wir eine Spitzhacke haben. Hört wenigstens dieses unangenehme Geräusche auf, wollte ich sagen. Liegt da was neben dem Minispiel in der Kiste? Ich guck gleich mal. Können wir mal bitte kurz positiv hervorheben, dass dieses Spiel von 2015 ist und schon für ein Wimmelbildspiel echt viel auffährt. Also was so das Setting angeht. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Das ist eine Hand. Okay, nein, ich würde gern zurück, danke. Da liegt in der Tat was. Eine Miniatur des Opernhauses von Sydney. Was? Okay, das ist jetzt schon sehr random. An der Schalltafel fehlt ein Teil, natürlich. Da ist eine Hand. Du hast die Kinder gefunden. Jemand hat sie handlich in Säcke verpackt. Praktisch. Was zum Aufschneiden? Nicht so, ne? Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen aufreißen. Nee, aber du könntest ihn aufbinden. Das ist wahrscheinlich zu viel verlangt. So, wo sind denn hier mal... Wo sind denn hier mal Sammel- und Morph-Objekte? Das ist das Phantomobjekt. Ich glaube, mir fällt jetzt erst das Gesicht da hinten auf. Was ist das hier? Ein Modellschiff. Okay. Wir haben noch keine von den Freiheitsstatuen gesehen, ne? Alles andere haben wir mindestens einmal.
Ja, okay, ich dachte kurz, da ist irgendwas, aber nein. Tja, dann gucken wir erst noch mal weiter, oder? Hier steht dieser ganz offensichtliche Koffer. In dem Haufen. Ist aber auch tricky gemacht, nachdem man hier schon irgendwie. Also nachdem man hier auch auf die Szene kommt. Aber okay, jetzt kann ich definitiv beruhigt weitergehen.